Heute sind wir wieder mit einem Stadler GTW unterwegs und diesmal mit der elektrischen Variante. Und die wird in den Niederlanden als Spared bezeichnet. Und das Ganze hier wieder im Corporate Design vom Airnet. Das habe ich euch ja schon mal beim Stadler Flirt im Airnet Design etwas vorgestellt. Und eben auch hier der Stadler GTW oder Spared in der Airnet Gestaltung. Allerdings hier nur von außen, von innen zeigt er sich noch ohne diese Corporate Identity. Ich bin hier in einem zweiteiligen, beziehungsweise streng genommen ist er ja dreiteilig, aber mit zwei Fahrgastteilen ausgestatteten GTW unterwegs. Das ist einer von nur zwei, gibt noch acht, die sind dann mit drei Fahrgastteilen ausgestattet. Meine eben hier nur mit zwei Teilen und leider auch nur in der zweiten Klasse, also eine erste Klasse, ist hier nicht verbaut. Wir sind hier unterwegs auf der Merwede-Linge-Line. Das ist die Bahnstrecke von Dordrecht nach Geldermalsen. Und die befahre ich jetzt komplett eben hier mit dem Spurt von Airnet. Betrieben wird das Ganze übrigens von Qbus. Das ist eher ein Betreiber von Buslinien, betreibt aber eben hier diese Bahnlinie. Seit 2018 hat er übernommen von Arriva. Hier seht ihr nochmal den Gegenzug. Das ist dann eben hier die dreiteilige Variante, oder vierteilig streng genommen. So sehen die Züge eben von außen aus. Der Stadler GTW in den Niederlanden ja sehr weit verbreitet, kommt sehr häufig zum Einsatz dort. Immer bei Privatbahnen, nicht bei der Niederlandse Spoorwege, aber bei Privatbahn hauptsächlich Arriva weit verbreitet. Hier seht ihr jetzt, wir fahren parallel zu einer anderen Bahnstrecke und das ist die Betuwe-Route. Die Betuwe-Route ist eine Güterbahnstrecke, die vor allem den Hafen von Rotterdam mit Deutschland, mit dem Ruhrgebiet anbindet. Das ist also wirklich nur für den Güterverkehr gedacht, nicht für den Personenverkehr. Und die Merwede-Linge-Line verläuft hier hauptsächlich parallel zur Betuwe-Route, nur eben, dass wir in den Ortschaften selbst dann immer von der Strecke abweichen und dann eben durch die Ortschaften fahren, da wir natürlich dort auch diverse Bahnhöfe anzufahren haben. Der größte Zwischenbahnhof ist der Bahnhof von Chorchem, geschrieben Gorinchem, gesprochen eben Chorchem. Das ist eben hier eine Stop-Train, das ist vergleichbar bei uns mit der Regionalbahn. Eben eine Verbindung, die an allen Bahnhöfen anhält. Hier haben wir nochmal einen Gegenzug, auch der natürlich wieder mit drei Fahrgastteilen. Und nun wurde es hier ein bisschen leerer, dann können wir noch mal besser kurz auch in meinen Zug reinschauen.
Die Landschaft entlang der Strecke präsentiert sich auch wieder sehr typisch für die Niederlande. Alles ist schön grün, natürlich flach und wir haben überall auch die Wassergräben. Aber man fährt halt eben auch sehr, sehr häufig parallel zur Betüwe-Route. Und hier erreichen wir jetzt eine weitere Hauptstrecke. Das ist die Bahnstrecke zwischen Utrecht und Eindhoven. Und hier liegt der Bahnhof von Geldermalsen. Und hier steige ich dann aus und um. Hier geht es dann im nächsten Video weiter. Hier schauen wir nochmal kurz in das Fahrzeug rein. Und so sieht dann mein Fahrzeug auch von außen aus. Und wir schauen uns jetzt auch gleich noch die Ausfahrt des Zuges hier in Geldermalsen auf dem Rückweg nach Dordrecht an. Das war es damit dann auch für dieses Video. Hier geht es dann im nächsten Video weiter. Wann dieses Video kommt, seht ihr hier, auch von wem die Musik stammt. Ich bedanke mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Und ich freue mich natürlich auch wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder reingeteilten Link. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.